wir Frauen, wir können über uns selber Bitch sagen. Oder ich sag zu dir, ey, du bist eine coole Bitch. Aber kein Mann der Welt darf zu uns ein Bitch sagen, sonst klatscht das. Frauen im Hip-Hop, in einer männerdominierten Szene. Aber immer mehr Künstlerinnen bestimmen das Game. Ich hatte die Chance, die Anfänge des Hip-Hop zu erleben, seinen Durchbruch. Vor allem das Bedürfnis der KünstlerInnen nach Ausdruck, danach zu existieren. Durch den Hip-Hop konnten wir uns befreien, ohne bewertet zu werden. Judgment. Wir müssen unsere weiblichen Erzählungen zu Gehör bringen, selbst wenn man uns nicht hören will. Okay, jetzt wird's explizit. LMS, Bitch, Fresse, was ist deine Botschaft? Weißt du noch, als du an meinem Dick rumgechoked hast? Und dann habe ich aber auch noch geschnallt, dass so eine süße, liebe, nette Stimme auf so einen harten Beat sagt, lutsch mein Schwanz. Das hat noch keiner vorher gemacht, das gab's nicht. Und ich wusste, es wird extrem auffallen. Harte Punchlines, das ist Kitty Cat. Sich selbst nennt sie Deutschrap-Mama. Seit fast 20 Jahren im Geschäft. Eine der ersten Rapperinnen Deutschlands. Natürlich habe ich die Macht, zu sagen, was ich möchte. Keiner kann dir da reinquatschen. Ich habe auch eine künstlerische Freiheit. Ich darf alles sagen. Kitty Cat, geboren in Ost-Berlin, wächst in Augsburg auf. In der bayerischen Kleinstadt fällt sie auf. Schon als Kind ist sie immer das größte Mädchen in der Klasse. Und sie ist laut. Passt nicht ins idyllische Kleinstadtleben. Ich bin halt so ein typischer Kandidat, der halt viel einfach mitmachen musste, auch schon als Teenie. Und ich habe einfach meine ganze Wut über diese Texte rappen können. So. Wer weiß, was ich gemacht hätte, wenn ich da nicht meine Seele frei gerappt hätte. So. Und das hat mir immer geholfen, meine Emotionen irgendwie ein Ventil zu geben. Hello, what's up, what's geht? Zuflucht findet sie im amerikanischen Hip-Hop. Ich habe mich so krass in meinem Zimmer mit Rap auseinandergesetzt, studiert, tausende von CDs gekauft. Vor allem von ihr. Missy Elliott, Hip-Hop-Revolutionärin, die traditionelle Frauenbilder auch in ihren Videos sprengt. Und Missy Elliott, die war halt für mich so das erste Lied, was man von ihr bekommen hat. Da war sie in einem riesengroßen Luftballon und super duper fly und so. Und da dachtest du einfach, wer ist die denn jetzt? Was ist das für ein Sound? Wie futuristic ist dieser Sound, den Missy Elliott bringt? Die war ja auch komplett ihrer Zeit voraus. Kitty Cat will eine Missy Elliott sein, Rapperin werden. Doch damals in Europa? Viel Gangster-Rap, der Frauen meist zu Sexobjekten degradiert. Auf Splash und diesen ganzen Hip-Hop-Festivals, da waren großteils Typen so. Ich werde nie vergessen, wie ich da mal auf einem Konzert war, mit meiner Freundin in der Crowd stand. Und die Typen, die fangen alle an zu springen und uns hat die Beine vom Boden weggerissen, weil da einfach nur Typen waren, die komplett ausgerastet sind. So nach dem Motto, ihr Mädels habt ihr gar nichts zu suchen, geht mal lieber nach Hause, bevor ich euch verletzt oder keine Ahnung. Das war einfach keine Mädchenwelt. Wieso bin ich kein Typ? 10.000 Frauen werden in mich verliebt. Die würden immer nett grinsen, für mich kochen und mich immer cool finden. Kitty rappt selbstbestimmt. Der Sexismus der Kerle wird ihre Waffe. So, ready, Leute? Ich glaube, wir schwimmen nach, oder? Ist die Flasche und alles? Trotzdem erhielt sie lange nicht die gleiche Anerkennung wie ihre Rapper-Kollegen. In den 2000ern ist sie die einzige Künstlerin beim Label Agro Berlin. Auf vielen Songs zu hören, aber es gibt keine Fotos oder Videos von ihr. Kitty kommt nicht aufs Cover. Agro Berlin hat mich ja 3 Jahre versteckt gehalten. Ich war nur im Studio und zu Hause. Ich durfte ja auch nicht raus, damit keiner checkt, dass ich bin. Seid ihr ready für Kitty Cat oder was? Vielleicht aus Angst? Fans könnten von so einer Frau abgeschreckt sein? Zu wenig feminin? Eins, zwei, drei, vier, fünf krasse Rapper machen den Tag zur Nacht. Das
liebe meinen Beruf. Ich muss nichts anderes tun, als mich zu winden und zu schlängeln wie eine Schlange. Tanz an der Stange, du guckst mir gern dabei zu. Ich liebe diese Blicke und ich kenne kein Tabu. Ich gehe hoch und runter, von unten wieder hoch. Ich habe auch das Gefühl, dass keiner mich richtig gecheckt hat. So, ich musste keine Barbie sein. Und auch nichts gegen Barbies. So, klar würde ich auch gerne aussehen wie eine Barbie. Aber der liebe Gott hat halt mich so gemacht, wie ich bin. Ich bin halt eine toffe Braut, 1,81 Meter, breite Schultern. So, Leute haben Respekt, wenn ich in den Raum reinkomme. So, ich bin halt nicht die kleine, zuckersüße Knutschkugel geworden. So, ich bin halt ein Tough-Chick geworden. Feeling, the feeling. Auch der Sexismus der Hip-Hop-Szene hat sie hart werden lassen. Ja. Aber heute geht sie anders damit um. Es ist natürlich anstrengend, immer diese Rough Cat zu sein. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich muss nicht nur diese Rough Cat sein. Jeder hat die und die und die Seite. Und ich habe auch eine weiche Seite. Yeah. Wer hätte gedacht, dass ich hier noch stehe mit 40? Die haben gelacht und mir gesagt, Kiddy, das wird nichts. Wer hätte gedacht, dass ich mit Shirin in die Charts gehe? Ich hab alles kommen sehen und die es nicht erwartet. Ich hatte einen Traum und hab nie aufgegeben. Ich hab daran festgehalten. Heute kann sich die Rough Cat weicher zeigen. Ihr neues Album, Eine Frau, ein Wort, ist eine Hommage an sich selbst und die Frauen. Danke Mama, danke Papa. Deutschrap ist offener geworden, auch dank Kitty Cat. Ich habe 20 Jahre für Anerkennung gekämpft, ja. Aber jetzt schreiben mir die Leute, ey, du bist eine Rap-Legende, du bist Deutschraps Mama und ich habe mir das nicht selber gegeben, diesen Titel. Wenn die Leute sagen Queen of Rap, dann habe ich mir das anscheinend erarbeitet. Schranke Dön! Vielen Dank. Shorty, I know what you need. I got everything you need. Bling Bling und massenweise Testosteron. Das ist ein großer Teil von Hip-Hop. In der Frankfurter Schirn zeigt die Ausstellung The Culture, wie KünstlerInnen durch die männerdominierte Hip-Hop-Kultur inspiriert werden. Doch schon der erste Eindruck ist hyperfeminin. KünstlerInnen, die mit Rap, Sampling und Graffiti aufgewachsen sind, kreieren eigene selbstbestimmte Posen. Der Kampf um Respekt steht im Vordergrund. Die Macht über den eigenen Körper, den Look. Exzentrische Hairstyles und Outfits sind deshalb kein Detail im weiblichen Hip-Hop. Diese Perücken wurden von Hair-Artist Dion Alexander entworfen. Für Rap-Queen Lil' Kim. Lil' Kim und ihre Stylistin Misa Hilton Brim standen auf Designer. Also baten sie mich, eine Perücke mit Chanel-Logo für ein Fotoshooting anzufertigen. Und auch die Versace-Perücke habe ich für sie gemacht. Und ihre Reaktion, die man auch auf diesen Fotos sieht, war unglaublich. Lil' Kim rief mich an und hinterließ mir eine lange Nachricht, wie sehr sie die Perücke liebe. Das hat sich so gut angefühlt. Dion Alexander, Hairstylistin aus Washington, D.C. Seit 30 Jahren prägen ihre Frisuren die Hip-Hop-Szene. Haare drücken einen Teil der Persönlichkeit eines Menschen aus, ganz ohne Worte. Hip-Hop hat dem Haar eine neue Bedeutung gegeben und, ja, eine eigene Haarkultur geschaffen. Alexander stylte Superstars wie Mary J. Blige oder Lauryn Hill, schuf mit ihren Perücken gleich zwei Versionen der Künstlerin für dieses legendäre Musikvideo Doo-Wop. Jede Künstlerin hatte ihre eigene Fanbase und oft wollten die Fans ihre Haare genauso frisieren. Du sahst die Frisuren in den Videos und direkt danach auf der Straße. Das war verrückt, denn vorher gab es ja nur Friseurmagazine. Aber plötzlich konnte man sich mit einer Künstlerin identifizieren und das tragen, was sie trug. Hip-Hop setzte modische Standards. Immer mehr Rapperinnen wurden wahrgenommen. Und ihre Styles inspirierten nicht nur die Musik, sondern auch die Straße. Zur Ausstellungseröffnung ist Dion Alexander in Frankfurt. Very nice.
Und checkt hier die Perückenläden aus. Diese hier hat's mir angetan. Sie ist so schön. Es tut mir leid, ich muss mich kurz sammeln. Es ist einfach überwältigend zu wissen, dass ich das alles inspiriert habe. Ich sehe Perücken, die mir gefallen. Ich möchte sie alle kaufen. Ich glaube, Hip-Hop hat zur Befreiung der Frauen beigetragen und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich frei auszudrücken, durch Mode und auch durch Haare. Ich glaube, dass dieses Glam-Ding durch Frauen künstlerisch genutzt wird. Da kommen die Männer nicht ran. Haare, Outfits und Nägel. Frauen im Hip-Hop haben das zu einem wichtigen Teil ihres künstlerischen Ausdrucks gemacht. Ich liebe es, wenn ich krasses Make-up, neue Haare, neue Nägel und halt einfach eine andere Version von mir reinschlüpfen kann. Was passt vielleicht auch zum Song? Bin ich in dem Song mehr sexy? Bin ich in dem Song eher verletzlich? Oh, ich bin ein Hustler. Hol mir, was ich will und mix sie. Mein Name ist Laila, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Künstlerin, Sängerin und Rapperin. Rapper sind am Schwitzen, werden nasser und nasser. Laila Bo mixt Hip-Hop mit R&B, Soul und Trap. Erste Songs veröffentlicht sie 2019 auf Instagram. Ein Jahr später erscheint ihre Debütsingle Chopper. Musik löst halt in mir was aus, was mich grundsätzlich empowert. Also wenn ich einen coolen Song höre, dann geht's mir dabei gut und dann schöpfe ich daraus Kraft. Sag mir nur wo und ich finde zu dir, aber stehst du vor mir, willst du nicht diskutieren? Das ist eigentlich das, was man dann für sich und damit, dass man es dann der Welt schenkt, halt auch anderen gibt. Also ich hatte auch Mädels, die mir dann irgendwie geschrieben haben, hat mir beim Breakup geholfen oder keine Ahnung, hat mir geholfen, mehr Confidence zu finden in mir selbst, in meinem Körper, für mich einzustehen. Laila Bo gehört zur jüngsten Generation von Rapperinnen. Aufgewachsen in Münster als Tochter eines Gambiers und einer Deutschen, werden Musik und Haare Teil ihrer Suche nach Identität. Als schwarze Frau ist Haare einfach ein Thema. Und vor allen Dingen als schwarzes Kind in Deutschland, das merkt, okay, meine Haare sind anders als die Haare von allen anderen. Leute wollen meine Haare anfassen oder Leute fragen mich, hast du irgendwie in die Steckdose gefasst oder sowas? Ich habe mich lange geschämt für meine Haare. Ich habe lange immer mir nichts mehr gewünscht als glatte Haare, die im Wind rumfliegen, so wie von Lea und Greta aus meiner Klasse. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile halt einfach froh bin, dass ich Afrohaare grundsätzlich einfach als schön anerkennen kann, mich als schön anerkennen kann, auch mit Locken, und nicht denke, nur glatte Haare sind die tollen Haare. Soundcheck in Köln. Laila ist eine Selfmade-Künstlerin. Ihre Karriere hat sie ohne Label gestartet. Kannst du bei dem ein bisschen Reverb machen? In ihren Songs und Videos spielt sie offen mit Hip-Hop-Klischees. Rappt selbstbewusst über Sex und Weiblichkeit. Kopf schaltet aus, das Bett viel zu klein und wir sind viel zu laut. Ich bounce auf und ab, setz mich auf deinen Kiefer, weil du dir diese Pussy verdient hast. Für mich ist das, es gibt einmal so einen Song und der geht über Sex und dann gibt es einen Song, der geht über Liebe. Aber es, mir ist auf jeden Fall schon aufgefallen, dass es sehr krass dann im Fokus lag. Also es war so, oh krass, was sagt sie da? Oh, dass man sich das traut. Auch das Gefühl, dass manchmal Leute sich denken, wenn man halt über Sex schreibt, dass das bedeutet, du machst es deswegen mit jedem. Und man darf sich das dann halt, glaube ich, nicht zu Herzen nehmen. Also wenn dann jemand sagt, oh, die Billige oder sowas, dann muss man halt auch drauf scheißen können. Laila kreiert sexpositive Kunstfiguren und schreibt ihre Lyrics immer selbst. Da kommen viele Männer im Business manchmal nicht hinterher. Das sind halt zum Beispiel Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich war mal im Studio und bin halt auch in eine Session reingegangen mit ein paar Produzenten. Und danach kam auch einer von denen zu mir und meinte, krass, dass die halt Respekt davor haben, dass ich hier hingekommen bin, es selber schreibe. Keine Ahnung, ob man da dann einen irgendwie doch wohl vielleicht ein bisschen unterschätzt hat oder sich dachte,
als Frau kann sie das nicht. All praise to the Most High. Guten Abend, Köln! Wer hat Bock auf Laila? Ja, Mann. Angelo aus dem Speaker, ich greif nach deiner Hand, saug an deinem Finger und es schmeckt wie Brown Sugar. Kokosöl auf meiner Haut, du leckst an mir, ich schmeck wie Bounty, hör nie auf, weil ich niemals genug hab. Du tauchst zu mir ein und mein Kopf schaltet aus, das Bett viel zu klein und wir sind viel zu laut. Ich bounce auf und ab, setz mich auf dein Kiefer, auf dem Bett, auf der Couch. Überdächtig, Big Booty Judy, ich bin ein Cutie, hypnotisieren und dreh einen Movie, räum mir nen Doobie, riech nach Patchouli. Dicky, die schmeckt ja, er liebt meine Coochie. Laila merkt aber auch, dass sich in den letzten Jahren etwas in der Musikindustrie getan hat. Die Zukunft des Hip-Hop ist definitiv weiblicher. Ich persönlich glaube, zum einen trauen sich Frauen mehr. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass es heutzutage schon fast so ein bisschen ist, wie als gäbe so einen Druck, irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen oder sich beispielsweise feministisch zu positionieren oder nicht zu sehr den traditionellen Rollenbildern zu entsprechen, weil wir sind doch so viel weitergekommen und sowas alles. Lässt mich im Dunkeln, damit ich dir nah bleib. Lässt mich im Dunkeln, damit ich nicht gehe. Nein, du lügst nicht, du sagst. Frauen haben einfach eine bestimmte Energie und auch eine große Stärke, die in uns drin ist, wo wir manchmal vielleicht gar nicht so richtig immer wissen, wie man darauf jetzt zugreift oder wie man auch seine Energie bei sich hält und diese Stärke zum Ausdruck bringt. Lass mich im Dunkeln, damit ich dir nah bleib. Oh nein, das hast du noch keinem erzählt. In den frühen 1980er Jahren kommt der Hip-Hop nach Frankreich. Diese Frau war in diesen ersten Momenten dabei. Die Fotografin Maï Lucas. Für mich ging es darum, unsere neue Art zu leben festzuhalten. Dieses Foto, die Mädchen, die über die Metroschranke springen, sollte von unserem Leben erzählen. Von der Freiheit, zusammen zu sein. Dem Hip-Hop-Look. Ein Foto, das unsere Welt zeigt. Boulevard de Strasbourg, Pariser Norden. Hier hat sie angefangen zu fotografieren. Unter Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, wie sie. Meine Mutter kam aus Vietnam, als sie 12 Jahre war. Zu der Zeit war Vietnam französisch. Sie kam, um zu studieren. Ich wurde im Zentrum von Paris geboren, ging auf bürgerliche Schulen und hing mit Leuten ab, deren Eltern Intellektuelle waren. Aber schon bald fühlte ich mich von den multikulturellen Vierteln angezogen. Ich war viel in Nachtclubs unterwegs. Und sie griff zur Kamera, tauchte ein in den Hip-Hop, auch in den Banlieues, den Cités. Als ich klein war, ich meine ein Teenager, als ich anfing, meine Identität zu finden, meinen Platz in der Gesellschaft, außerhalb der Familie, merkte ich, dass ich anders war. Und ich stellte fest, dass es viele gab wie mich. Sehr schnell kamen wir alle zusammen. Jugendliche wie sie damals. In Paris geboren, die viel zur französischen Kultur beizutragen, etwas zu sagen hatten, aber noch nicht gehört wurden. Mir war wichtig, sie nicht als Problemfälle zu zeigen. Ich wollte ihnen ihre Würde zurückgeben und zeigen, dass das, was wir wirklich lebten, darin bestand, gemeinsam zu leben. Wir waren jung und glaubten daran. Wir waren nicht sehr politisch, aber wirklich, wenn wir uns trafen, vergaßen wir alle die Barrieren. Dann war es egal, dass einer aus der Cité kam und der andere reich war und eine große Wohnung hatte. Diese Fotos, eine Seltenheit. Nur wenige Fotografen hielten diese Community fest. Maï Lucas ist ein Teil von ihr, hält für die Sprayer nach der Polizei Ausschau,
ist dabei in den Szeneclubs. Lucas war selbst eines der Fly Girls, die sie 2021 in ihrem Fotobuch würdigt. Der Begriff Fly Girl bedeutete, ein Mädchen der Bewegung zu sein. Eine, die sich in dieser Art kleidete, eine, die dabei war und auch immer etwas beitrug. Ich kann nicht sagen, dass die Frauen den Hip-Hop verändert haben. Sie waren immer schon da. Da gab es nicht nur den Hip-Hop als Männerwelt, an der Frauen sich beteiligen sollten. Alle haben auf gleicher Ebene etwas beigetragen. Lady V, Tänzerin bei den Rappern von NTM. Ladies Night, die Breakdance mit Seilspringen verbinden. Und hier die französische Rap-Queen Stestros. Der Wunsch, berühmt zu sein oder etwas zu erschaffen, war in diesen Menschen schon früh da. Neben Rapper Oxmo Puccino ist ein späteres Foto der legendären Stestros zurzeit in Frankfurt zu sehen. Stestros war eine außergewöhnliche Rapperin. Sie rappte wie ein Junge, hatte eine wahnsinnige Energie. Die Frauen wurden durch Hip-Hop feministischer. Sie konnten Frauen sein, aber trotzdem Charakter haben, sich stark ausdrücken und sich auch auf männliche Art zeigen. Dank Hip-Hop konnten wir Frauen einige Fesseln ablegen, freier sein. Maï Lucas liegt daran zu erzählen, wie viel Verbindendes Hip-Hop in seinen Ursprüngen hatte. Und trifft heute noch oft einen alten Künstlerfreund. Wir beide sind uns einig, was Hip-Hop ist und was die Rolle der Frauen angeht. Mit Künstler Marc Aurel Vecchione verbindet sie viel. Ein Tag, eine Botschaft. Brother and sister. Frauen im Hip-Hop waren von Anfang an dabei und hatten ihren Platz. Die Sisters, für mich waren sie immer wichtig. Ich würde gerne noch mehr Rapperinnen hören, die aus dem Vollen schöpfen, ihrem Leben erzählen und sagen, was sie daran lieben, dass sie Lust aufs Leben haben und anderen Frauen auf positive Weise Kraft geben. Ohne die Männer niederzumachen, sondern indem sie unsere Stärke als Kriegerinnen zeigen, die in uns steckt. Die Straße, der Hip-Hop sind eins. Die französische Tänzerin Nash hat eine junge Form des Urban Dance perfektioniert. Crump. Es gibt diesen Moment, in dem der Körper wie eine Art Motor das findet, was er tun will. Und du hörst auf diese Impulse. Und nach einer Weile, wenn der Körper erschöpft ist, dann tanzt du und tanzt und tanzt. Es ist eine Befreiung und du spürst deine Vergänglichkeit. Crump lädt dich dazu ein, Wurzeln zu schlagen, dir der Energie bewusst zu werden, die aus dem Boden kommt, damit du dich noch weiter erheben kannst. Genau daher kommt das Wort Crump. Kingdom radically uplifted mighty praise. Crump. Für Choreografin Nash ist das mehr als nur ein Freestyle-Tanz. Wir treffen sie auf Tournee in Brest. Sie ist eine der Choreografinnen, die Crump von der Straße auf die Bühne geholt hat. Jeder Move, eine Geschichte. Stomp. Der Stomp, das Stampfen, will sagen, hey, ich bin hier. Anfang der Geschichte. Début du récit.
Nash erzählt in ihrer Bühnenperformance den Ursprung des Crump als Geschichte einer Selbstbehauptung. Alles beginnt 2005 mit dem Film Rise von David LaChapelle. Dieser legendäre Dokumentarfilm bringt Crump nach Europa. Als ich Rise entdeckt habe, war das ein Schock, auch ein ästhetischer Schock. Der Film begleitet eine neue Bewegung aus der schwarzen Community in South Central Los Angeles. Es ging den Menschen darum, nicht in Gangs zu geraten, nicht getötet zu werden, nicht mit Drogen zu beginnen. Sie erschufen sich ein Ritual, um eine Gemeinschaft zu bilden. Diese Körper erzählen von Ungerechtigkeiten und von erlittener Gewalt, aber auch von Liebe und Kampfgeist. Sie sieht Parallelen zum eigenen Leben und erzählt sie auf der Bühne. Ihre Eltern kommen aus dem Senegal. Nash wächst in den 90er Jahren in der Pariser Vorstadt Saint-Saint-Denis auf. Es ist auch die Heimat der Rapper von Supreme NTM. Das sind die Sounds meiner Jugend. NTM haben diese Zeit enorm geprägt. Und überall stand NTM geschrieben. An den Wänden unseres Wohnblocks. Sie waren also sehr präsent. Sie wächst in prekären Verhältnissen auf, wird kreativ. Ich weiß heute, dass es mein Glück war, an diesem Ort aufzuwachsen. Denn wir hatten damals sehr wenig und haben dann einfach Dinge erfunden. From scratch, aus dem Nichts. Genau das macht sie als 20-Jährige im Crump. Frühe Aufnahmen von Sessions und Battles mit Nash. Crump wird meist als Wettstreit aufgeführt. Die aggressiven Tanzmoves häufig interpretiert als Abbau von Frust durch Ungerechtigkeit und Rassismus. Diese Gemeinschaft und diese Ästhetik halfen mir, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Wenn du denkst, du bist ein Niemand, weil dir die Gesellschaft das Gefühl gibt, dass du ein Niemand bist, dann gibt dir Crump einen neuen Zugang zu deinem Körper. Damit schaffst du dir eine neue Identität. Das Gefühl, das bin ich. Auch ich kann eine Heldin sein. Ich weiß, dass die Leute manchmal gerne hören würden, dass ich es als Frau im Crump schwer hatte. Aber das war nicht der Fall. Aber als Frau im Leben hat man es nicht leicht. Nach rund 10 Jahren Battles möchte Nash ans Theater. Unbedingt. Crump nimmt sie mit. Ich wollte thematisieren, was mir als Frau wichtig ist. Die Kraft des Eros. Das Akzeptieren deines weiblichen Körpers, seine Verletzlichkeit. Sie verbindet Einflüsse von Tänzen weltweit, bis hin zum japanischen Buto-Tanz. Crump fließt immer mit ein, als Technik und Philosophie. Er hat sich in ihren Körper eingeschrieben, sagt Nash, und erdet sie bis heute. Ich habe mit meiner Erfahrung und mit meinem Körper zum Crump beigetragen. Und ich leiste als afrikanischstämmige Frau aus einer urbanen Kultur auch einen großen Beitrag zum zeitgenössischen Tanz. Der Kampf um Respekt und um Selbstbewusstsein. Frauen verändern den Hip-Hop und die Kunst, die daraus hervorgeht. Wir Frauen bringen eben unsere Traumata mit in die Kunst. Wir erschüttern, verändern, hinterfragen, dekonstruieren. Und wir bauen alles neu wieder zusammen.